Hallo Leute, ich bin der Bert, willkommen zurück in der Wildnis. Heute mit meinem Gast, Sam the Ranger. Hello Africa and also Europe, I'm back in Austria. Wir sind zurück in Österreich und heute sind wir mal im Helenental. Bin schon sehr gespannt, was es heute zum Sehen gibt. Ja. Gehen wir's an. Wir machen eine kleine Tour zu einer Burgruine und dort sollte auch eine Höhle sein, die schon im Zweiten Weltkrieg benutzt worden ist. Damn. Mal schauen, was wir finden. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Da drüben können Sie die Burg Rauenstein sehen. Die ist da mit dem Tal verbunden. Aber wir wollen darauf zur Rauneck. Das schaffen wir, oder? Sam? Das schaffen wir. Du Sam, erzähl mal, wie bist du eigentlich nach Afrika gekommen? Naja, ich habe mir überlegt, ich brauche irgendwie mehr Abenteuer und habe gemerkt, in Europa, in Österreich war es meistens so, dass alles verboten ist und in Afrika gibt es halt wirklich noch voll die Wildnis und dann war es einfach naheliegend, dass ich nach Afrika gehe und habe dann gemerkt, es gibt eine Ausbildung zum Safari-Guide, wo man gar kein Vorwissen braucht und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann einfach nach Südafrika. Ich habe jetzt ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht zum Safari-Guide, habe alles geschafft zum Glück und mit dem Wissen bin ich jetzt wieder da. Und was hat so zu der Ausbildung dazu gehört? Kannst du uns da ein paar Eckdaten sagen? Was war ja, da? Ja, gerne. Also im ersten Monat zum Beispiel ist man da in einem kompletten Camp, also ohne Zaun, einfach im Zelt und da kann es sein, dass die Löwen vorbeikommen, die Hyänen. Und das Spannende ist einfach, du lernst innerhalb von kürzester Zeit die komplette Natur. Also wir haben gehabt 120 Vogelstimmen erkennen innerhalb von einer Woche, haben wir da immer gedrillt bekommen. Wirklich? Da schlafst du ein und hörst die Vogelstimmen. Wahnsinn! Dann das Spurenlesen war auch super spannend. Also wir haben nicht nur gelernt, hey, das ist ein Löwe, sondern war das ein weiblicher Löwe? In welche Richtung ist es gegangen? Wie schnell ist das Tier gegangen? Woran erkennt man einen weiblichen oder männlichen Löwen? Beim weiblichen Löwen ist es so, wenn du dir die Pfote vorstellst, ist die Pfote unten kantiger. Das heißt, du hast viel mehr so ein V unten. Und beim männlichen ist es mehr abgerundet. Und solche Geschichten. Ja. Alter Leute, ich bin mit dem Experten unterwegs. Ja? Also wenn irgendwie hier ein Löwe auftaucht, wir wissen es, bevor er weiß, dass wir da sind, gell? Die sind aber dann länglich. Genau. Boah, das sind die Höhlenmenschen, ne? Da ist sogar. Das ist eine Skizze von einem Mann. Der war die erste Höhlenmenschenzeit. Der war da auf der Jagd und da oben ist das Mammut. Ja, so Mammut. Stark. Ja, heute ist Lernstunde, Freunde. Jetzt ist nicht mehr weit, Leute. Wir gehen halt so und irgendwann denke ich mal, okay Leute, hier soll es irgendwo eine Kapelle geben, die wollen wir jetzt finden und dann schauen wir noch auf den Turm rauf. Oh, das schaut schon verdächtig aus, Leute. Da, dieser Rundbogen. Sollte, schau. Und ein Kreuz. Ist zwar schon was abgebrochen, aber ich glaube, wir haben es, oder? Sehr nach der Fälle aus. Jawohl. Kann man sich richtig gut vorstellen, wie da so die Kapelle noch ein Dach hat. Sehr kuschelig auf jeden Fall. Viele Leute passen noch nicht rein. Ja, und was haben wir da? Einen verkohlten Ast und eine kleine Feuerstelle. Mhm. Schon länger keiner da gewesen, als auch schon. Ja, vielleicht auch ein Pizza oben. Okay.
Kiste. Das heißt, ich werde die Handylampe benutzen. Ich werde meine Schwimmlampe aufpacken. Ja, nein, die brauchst du vielleicht selber. Schauen wir mal. Okay. Da kann man sich gut vorstellen, wenn die da am Bauch liegen, ja, und dann so rausschießen aus diesem Zinnen raus. Mal schauen, ob wir die. Ja, oh ja, spannend. Ja, genug Platz für einen Mann wäre ja. Ja, können wir sie beim Schlafsack drin legen. Wahnsinn. Was war so das Spannendste, was du sagst? Das Spannendste oder spannende Rennsachen? Ja, das Spannendste für mich war, da gab es den Pat, einer von meinen Ausbildern, der kam aus Botswana. Und dort ist einfach die Natur einfach komplett wild und intakt und es gibt keine Zäune, es gibt einfach nichts, was dich irgendwie aufhält. Und wir waren dort im Okavango-Delta, in dem Dorf, wo er aufgewachsen ist. Und musst dir vorstellen, da gibt es die Gruppe, die heißt Baye. Und die wachsen dort auf, mitten in diesen Palmhütten, und die lernen, wie sie in der Natur durch diese Sümpfe und durch diese Flüsse fahren, umgeben von Nilpferden und Krokodilen. Und der hat uns dann wirklich gezeigt, wie man zum Beispiel die Wildlilie nimmt und wie man daraus einen Wasserfilter baut oder welche Pflanzen man, essen kann. Habt ein Video dazu hier. Welche Pflanzen du essen kannst in der Natur, ja, wie man Fallen baut. Heutzutage in Österreich, man darf das ja nicht einmal irgendwo mehr. Gell? Und mit dieser Wasserlilie kannst du dich noch erinnern, wahrscheinlich fix, ne? Aber wie macht man sowas, einen Wasserfilter? Die Natur hat das ja im Endeffekt schon vorgegeben. Also wenn du den Stängel von der Lilie nimmst, musst du einfach oben die Blüte abreißen. Ja? Und dann saugst du es einfach wie ein Strohhalm direkt aus dem Wasser raus. Das ist ein fertiger Filter. Unglaublich. Ja, ziemlich cool. Sehr cool. Bei der Wasserlilie kann man eigentlich alles essen. Also du kannst die Blüte essen, aber noch viel besser ist unten die Knolle. Ja. Du musst aber im Wasser richtig reingreifen unten. Teilweise muss man auch tauchen, je nachdem wie tief das Wasser ist. Ausbuddeln und dann kannst du es rausgeben. Das Ding schaut aus wie so ein Erdäpfel. Ja. Dann musst du es halt schälen und dann kannst du es im Feuer richtig anbauen. Ist es wie eine Kartoffel? Schmeckt ein bisschen anders, aber ist essbar. Vom, ja, okay. Zum Überleben reicht es. Spannend. Zum Überleben reicht es, Leute. Wir haben hier den absoluten Pro am Start. Und ich sage mal so, wer von uns hat schon so lange in Afrika gelebt? Da können wir einiges lernen von dir. Ich glaube, da könnte man überleben, oder? Schauen wir mal. Hau ich mal rein. Schauen wir mal, ob man da überleben kann. Ich bin ein bisschen zu groß. Etwas zu groß. Da haben ein paar Kids ihren ersten A-Frame-Shelter gebaut, Leute. Etwas klein für uns beide. Das haben wir jetzt ausprobiert. Man hat das da fixiert. Versucht zumindest. Und ja, ein paar Kinder haben da sicher Platz drin. Respekt, wer immer das gebaut hat. Sehr cool. Die Jugend. Ja, für die Kinder ist das schon cool immer auch, gell? Ja, sicher. Ja, absolut. Raus in die Natur. Raus in die Natur. Der Dino würde sagen, raus und machen, gell? Grüße an Dino. Okay. Ey, wir sind da, Freunde. Die Königshöhle. Aha. Hauen wir uns mal rein, die Höhle. Richtig schöner Platz. Schau mal den Baum an, die Verwurzelung. Ja, stark, ne? Schon, ne? Wie der da wachsen kann. Und der Felsen, glaubst du, ist der da runtergestürzt? War das da mal? Ich glaube, der könnte auch sehr gut unten noch ein Urmensch legen. Ein zerquetschter. Eine kleine Kammer, ha? Hm? Ach, schau mal. Kann man so reinschauen, ne? Wow. Da oben
ist dann aber finito. Huh? Ja. Das ist super. Huh? Ein super Spot. Eigentlich ist es super, wenn man dann hier liegt, im Schlafsack, und dann schaust du raus und siehst die Sterne. Episch. Und sobald es regnet, legst du dich darüber. Ja, das wäre schon ein toller Übernachtungsspot. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr in so einer Höhle schlafen würdet, Leute. Das würde mich interessieren. Macht ihr das oder lieber doch nur im Wald? So, da la. So schaut's aus. Hey! Die Königshöhle, Leute. Die Königshöhle. Coole Sache. Hier gerade runter, ja? Das ist auch. Hey! Und wie ist da oben? Ja, super Luft. Wie ist da oben? Ja, auch gut belüftet. Wir haben mega Fenster hier. Echt klar, ja? Aber das muss ich mal trauen. Da hänge ich mal die Spannung von da bis da rüber. Und dann nach oben schlafen. Eine mega. Das wäre sicher arg, ja? Eine Höhlenüberquerung. Oder Slackline darüber, ja? Slackline? Boah, ich bin so schlecht in Slackline. Und dann darf nicht stehen bleiben. Sobald man stehen bleibt, Achtung! Okay, Leute, das ist der Abstieg. Die Tour nimmt ihr Ende. Okay, Leute. Das war die Tour zur Ruine und in die Höhle. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, so geil. Ja, und schaltet wieder ein nächstes Mal zu einem neuen wilden Video. Bis dahin, stay wild.